Ich bin heute losgezogen, um 3 unterschiedliche Spinnergrößen ins Wasser zu schmeißen und zu schauen, was beißt. Mit dem Boot ging's an eine schöne Stelle und ich habe den kleinsten rausgeschmissen. Und direkt war ein Fisch dran. Ich hatte ihn sofort drinnen und es war tatsächlich nur eine winzige Bachforelle. Mit dem zweitgrößten Köder ging's weiter und ich war jetzt schon mehr gespannt. Diesmal musste ich ein bisschen warten. Doch nach einiger Zeit hat auch hier was gebissen. Und im ersten Moment sah es so aus, als ob was Größeres dran ist. Und der Fisch war auch wirklich größer, aber immer noch weit weg von dem Monster. Zeit für den größten Köder. Den hatte ich bis ganz nach unten sinken lassen und dann eingeholt. Ich dachte schon, da kommt gar nichts. Als ich gesehen habe, dass irgendwas Großes gerade anbeißen wollte. Es sah so aus, als ob er in den Tiefen verschwinden will, doch ich wollte unbedingt wissen, was es für einer war. Ich habe die Angel kurz ausgeschmissen und langsam eingeholt. Und tatsächlich tauchte der Fisch wieder auf. Und diesmal hat er gebissen. Der Fisch hat dann ordentlich gekämpft. Obwohl er so nah am Boot war, habe ich es erst nicht geschafft, ihn wirklich reinzuholen. Aber dann hat er irgendwann nachgelassen und es hat geklappt. Und es war tatsächlich der größte Lachs, den ich bis jetzt gefangen habe.